Tempel heißt die neue Serie oder das neue Drama, die neue Dramaserie bei ZDF Neo. Und an meiner Seite die Rolle Sandra Tempel, Chiara Schoras. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich sage jetzt einfach mal Chiara, hallo und herzlich willkommen. Hallo, dankeschön. ZDF Neo, das ist ja irgendwo so ein Sender, der wirklich jetzt gerade so richtig am Kommen ist. Und da habt ihr eine ganz tolles Drama-Serie entwickelt oder ja, eine Serie, wo da entstanden ist. Was kann man da ein bisschen über deine Rolle erzählen? Ja, Sandra Tempel ist die Frau von unserer Hauptfigur Mark Tempel, gespielt von Ken Duken. Sandra, ja, ich sage jetzt einfach mal, obwohl es tatsächlich nicht so eine große Rolle spielt und das ist auch besonders schön, finde ich, dass nicht immer alles so ausgesprochen wird und thematisiert wird, aber Sandra Tempel sitzt im Rollstuhl seit ein paar Jahren und trotzdem ist sie aber total autark und hat einen Job und hat eine 15-jährige Tochter und liebt diese Familie sehr und kämpft für diese Familie und merkt aber, dass bei Mark Tempel sich ein bisschen was verändert. Und, aber sie ist jemand, die auch keine Angst hat, Dinge anzusprechen, Dinge zu thematisieren. Ist eine sehr liebevoll, offene, sehr selbstbewusste Person, was auch ganz schön ist in dieser Serie. Gibt es so ein paar starke Frauenfiguren, was eben, glaube ich, so in dem Ausmaß schon lange auch nicht mehr in so einer Serie, in so einem Serienformat und jetzt ZDF, so, ZDF Neo sowieso, weil es jetzt irgendwie die Eigenproduktion ist. Und genau, also so kurz mal umschrieben. Ich find's, genau, ja. Muss man reinschauen, ab 29. November habe ich gesehen, um 21.45 Uhr. Genau. Etwas spät eigentlich, oder? Oder ist das speziell so gesetzt? Weiß man jetzt gar nicht. Doch, das ist schon auch, na klar, weil das ist schon auch ein harter Stoff. Es ist rough erzählt, es ist sehr schmutzig und wir haben es auch mit Milieu zu tun. Also es ist brutal zwischendurch, es ist eben, Drogen spielen eine Rolle, Prostitution spielt eine Rolle. Es macht schon Sinn um 21.45 Uhr, obwohl wir jetzt schon auch von FSK 16 auf FSK 12 gerutscht sind, weil wir natürlich auch bedienen müssen, 24/7 im Netz auch abrufbar zu sein. Deswegen weiß ich auch, dass so ein paar im Schnitt sich auch noch ein bisschen was verändert hat, damit es eben auch FSK 12 ist. Aber ja, eigentlich der Ursprung ist schon auch, dass es eine Serie ist, die im späteren, um eine spätere Uhrzeit gesendet werden darf. Genau. Sehr gut. Sehr schön. Ne? Sind wir mal gespannt und schauen mal auf alle Fälle ab 29. November Tempel. Chiara Schoras. Ich lese es gerade hier bei Wikipedia, ich hoffe, die lügen nicht. Italienisches Blut fließt auch in dir. Oh ja, ich bin halb Italienerin, also meine Mama ist Italienerin und ich bin zweisprachig aufgewachsen und so richtig klassisch. Ich bin in einer italienischen Gastronomie, also es ist eine Gastronomiefamilie, die ich habe. Da bin ich aufgewachsen, also so richtig klassisch, genau. Ja. Also wenn man sozusagen dich besuchen kommt, dann kann man durchaus mal Spaghetti und Pizza genießen. Oh ja, sehr. Also was ich immer sage, bei mir im Kühlschrank oder in meinem Zuhause muss es immer Tomatensauce geben, Olivenöl, Knoblauch und Parmesan, weil das ist so das Grundrezept. Und Basilikum natürlich, frischer Basilikum, das ist immer etwas, was man bei mir zu Hause auf jeden Fall immer finden wird. Okay, sehr gut. Jetzt sehe ich auch hier noch ein nettes Foto mit Pistole. Was hat es damit auf sich? Welche Krimiserie war das bei dir? Das ist tatsächlich Countdown. Das war eine Krimiserie, die ich für RTL gemacht habe, 3 Jahre lang mit meinem tollen Kollegen Sebastian Ströbel. Genau, und da war ich, glaube ich, das erste Mal als Kommissarin unterwegs. Jetzt habe ich ja meine eigene Reihe auf der ARD als Bozenkrimi, wo ich auch nochmal eine Kriminalpolizistin spiele. Und wir sind jetzt im 3. Jahr, drehen gerade jetzt unseren 5. Teil, der dann im Februar wird der 4. und 5. Teil dann zusammen ausgestrahlt. Okay. Also so viel Krimi, ich sage immer wieder, wird so viel gemordet mittlerweile, man weiß es nicht. Oder wie ist es bei dir? Denkst du drüber? Naja, ich denke darüber, dass halt, ja, Deutschland ist halt irgendwie ein Krimiland, ja. Also ich weiß auch nicht, es gibt ja aber mittlerweile so viele Krimis im deutschen Fernsehen. Gibt wohl Bedarf dafür, keine Ahnung. Ja, und jetzt in Bozen, in Südtirol auch noch, oder? Ja, genau. Ja, jetzt mein 3. Jahr, das ist wunderschön, weil wir Ist das dann auch so die Heimat deiner Mutter?
Nee, gar nicht. Die ist noch weiter. Ja, ja, wir sind, also das ist ja für mich noch gar nicht Italien, also Südtirol, Entschuldigung, wenn ich da jetzt jemandem zu nahe treten sollte, aber Südtirol ist so für mich noch nicht Italien. Für mich fängt sowieso Italien erst ab Rom an. Ja, nee, also für mich, nee, also meine Wurzeln oder die Wurzeln meiner Familie sind in den Marken beziehungsweise Umbrien zu Hause und ich habe ein paar Jahre in Rom gelebt. Also Südtirol kenne ich eigentlich tatsächlich nur, indem ich mit dem Auto durchgefahren bin, um dann zu meiner Familie zu kommen. So. Aber ich entdecke das als ein total tolles Gebiet mittlerweile. Also weil Südtirol so viel Unterschiedliches hat. Die Berge, die Seen, die ganzen Weinberge auch. Also es ist so unterschiedlich und gerade erleben wir da so einen tollen Herbst. Und jetzt ist gerade Weinlese, was auch Teil unseres, also es spielt auch eine Rolle in unserem nächsten unserem fünften Teil. Und ja, es ist super schön. Also gerade ist das der Wahnsinn, dort zu drehen. Glaube ich. Und ja, Weihnachten steht ja auch bald bevor. Wie wird da gefeiert? Geht es nach Italien oder in Deutschland dann eher? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Das lasse ich mir noch offen, weil Weihnachten für mich auch gerade noch so weit weg ist, weil ich gerade noch so in so vielen anderen Geschichten bin, dass ich mal schauen, wo es mich dieses Jahr hinführt. Also genau, es gibt die Möglichkeit, entweder in Deutschland oder in Italien, aber entschieden haben wir uns da noch nicht. Okay. So, jetzt müssen wir mal langsam wieder zum Ende kommen, denn hier stehen sie irgendwie schon Schlange, weil die haben uns irgendwo hingepflanzt, wo irgendwo reger Durchgangsverkehr ist, weil jeder irgendwo ein Bedürfnis hat. Also, in diesem Fall bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Schön, dass du kurz Zeit gefunden hast. Man kann also ARD, ZDF dich überall sehen und hoffentlich alle einschalten in dem Fall. Und genau. 21.45 Uhr, seid dabei. Richtig. Und ARD, die Bozen-Krimis. Jawohl, die auch, natürlich. Genau. Im Februar dann wieder. Genau. Also, herzlichen Dank, alles Gute. Dankeschön. Und eine schöne Zeit. Dankeschön. Tschüss. Bis zur nächsten Ausgabe.